Lazo, das ist halt wieder mal absolutes Halbwissen da heute. Sehr gut. Das ist überhaupt kein Wissen, das ist Das ist Null Wissen. also horcht nicht auf uns. Null Wissen, ja. Gut, ich komme wieder zu Thunderbolt-Kabel, da kann ich mehr erzählen. Oh ja. Und zwar, es kommt jetzt etwas, man kennt es schon, es gibt jetzt Thunderbolt Share von Intel, kündigt es an, damit man jetzt PCs zusammenstecken kann, um Daten und von PC zu PC zuzugreifen, gemeinsam Tastatur zu nutzen. Auch wenn du dann einen neuen PC hast, dass du den alten dann übertragen kannst und diese ganzen Geschichten. Das ist das, was ich mir seit 20 Jahren wünsche. Dass man einfach zwei PCs zusammensteckt. Das ist vor 20 Jahren, wo ich meinen ersten PC gehabt habe, mit einem Netzwerkanschluss. Mit einem Netz, also mit einem LAN-Anschluss. Nicht einmal da geht's ja. Du kannst ja nicht. Wohl, du kannst theoretisch schon eine Direktverbindung aufbauen. Mit einem. Was muss das für ein Kabel sein? Patchkabel? Patchkabel, gell? Wo zwei Adern Ach verdraht sein. so, ah, mein Gott, wo war das? War das nicht bei irgendeiner Alarmparty, wo dauernd jemand das scheiß Worksock hat? Cross. Ja, genau. Boah, wo ich mir gedacht hab, boah, wenn ich noch einmal Crosskabel her erinnern. Oh ja, lang ist er. Na stimmt. Und jetzt bringen sie es aus, dass man zwei PCs einfach mit einem Kabel direkt verbinden kann, echt? Ja, mit Thunderbolt. Ja, cool. Ja. Allerdings wäre schon ein Intel-PC dafür Ja, brauchen, oder das nicht? haben wir gerade gedacht. Ich weiß es nicht. Ich meine, Thunderbolt hast du halt prinzipiell meistens nur auf. Ja, ich habe halt USB-C, ja. USB-C 3.2, aber ja. Ja, aber wenn du Thunderbolt nicht Ja, hast, dann hilft dir nein. das auch Ja, nichts. aber warum macht man nicht einfach an Standard USB-C 3.5, Na, na, das geht zwei ja nicht. PCs und jeder PC taucht beim anderen als Folder auf. Fertig. Und dann kannst du Dateien hin und her kopieren, wie du willst. Es wäre alles viel zu einfach. Das wäre ja schön. Ja, das wäre viel zu schön. Also das kannst du nicht machen, das geht nicht. Ah, Aber ja, dein Traum wäre so halb wahr. halb war ja. Also Tastatur kannst du auch nicht dann nutzen. Ohne? Aber wie? Ja, du hast bei einem PC das und du kannst dann bei einem anderen das, weil es ja verbunden ist und alles. Kann ich mit einer? Ja, aber wie soll ich. Das Tool ermöglicht den Zugriff von PC zu PC, wobei Bildschirm, Tastatur, Maus und Speicher gemeinsam genutzt werden könnten. Die Software erlaubt auch die Synchronisierung von Ordnern oder die einfache Übertragung von Daten per Drag and Drop. Ja, das ist das, was ich brauche. Alles andere Ja, das. wirkt ein bisschen. Genau, das kannst du aber alles dann machen. Wo kann man das nicht vorstellen, wie was das mit dem Display, was du mit Bildschirm, Du, wie das das sein lässt man sich dann soll, überraschen. was verstehe nicht, ist das noch quasi Remote Desktop Verbindung? So in etwa Ah, wahrscheinlich, halt okay, übers Kabel. halt übers Kabel.